Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Ocean The Second Story R. Wir sind, nachdem hier ein Überfall durch Monster droht, ins Evakuierungszentrum von Lacour eingeschleust worden, nämlich direkt im Schloss. Und man ist hier gerade mit Hochdruck dabei, irgendwelche Lösungen zu finden, um die Monsterhorden abzuwenden. Eine Lösung, eigentlich die einzige, die sie aktuell haben, ist mit der, dieser Superwaffe. Ey, mir fällt gerade dieses Wort nicht ein. Ist das zu fassen? Steht das hier irgendwo? Nee. Die haben auf jeden Fall am Frontstützpunkt irgendeine Waffe, mit der sie sich erhoffen, die Monster abwenden zu können. Hier wurde parallel an einer anderen geforscht. Oder war das die gleiche? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, um diese Waffe zu betreiben, fehlt es an einem Material, das wir in den Hoffmann-Ruinen ausfindig machen können. Und Leon wollte sich jetzt alleine auf den Weg machen. Wir haben unsere Hilfe angeboten, was er widerwillig angenommen hat. Und mit dem König den Deal vereinbart, dass wir nach unserer Unterstützung ein Schiff bekommen, mit dem wir unsere Reise weiter fortführen können, um mehr über die Hexerkugel herauszufinden. Ich glaube, so war das ganz gut zusammengefasst. Nur, dass mir gerade nicht mehr einfällt, wie die Waffe heißt und mich das gerade schon wieder absolut fuchsig macht. Gibt es hier irgendeine Story-Zusammenfassung? Hier eins, das war ein einzigartiger Ort. Da werde ich das irgendwo finden. Hoffnung von Lacour. Symbolwaffe! Das war das Wort, was mir hier fehlt hat. Symbolwaffe meine ich. Genau, da haben wir das Prachtexemplar auch gerade schon gesehen. Und Leon ist hier zwar offiziell Gast, ich hatte aber letztes Mal die Vermutung, dadurch, dass wir hier schon Punkte verteilen können, dass er irgendwann mal in unser Hauptteam rüber wandern wird. Und man kann ja schon mal präventiv das ein oder andere vorbereiten. Und dann starten wir wieder mit dem für euch wahrscheinlich unliebsamen Teil. Ich mag das eigentlich immer ganz gerne, neuen Charakter mit neuen Punkten und Skills und so auszustatten. Ich verstehe aber auch, dass das jetzt nicht jeder so ultra spannend findet. Aber was sein muss, muss sein. So oft kriegst du ja keinen neuen Charakter ins Team gespült. Wobei man sagen muss, in Star Ocean 2 ist die Frequenz schon durchaus kurz. Also die Zeitabstände sind relativ kurz, wo sich jemand anschließt, was ich sehr, sehr geil finde. Denn je größer das Team, desto besser. Vor allen Dingen, wenn das in dem Spiel so gelöst wird wie hier, dass Leute auf der Ersatzbank ebenfalls Experience-Punkte mitbekommen, also Erfahrungspunkte, und das ist einfach mega gut und motiviert gleich doppelt und dreifach. So, warte mal, habe ich hier noch Einstellige? Da ist noch einer, da ist noch einer. So, dann sieht das hier auf der Liste schon mal ganz gut aus. Warte mal, ich habe jetzt allerdings nicht geguckt, da wo ich noch eine 0 zu stehen habe, da würde ich daraus ganz gerne eine 1 machen wollen. Auch wenn das ein bisschen teuer ist, aber dann ist das so. So, wenn noch können wir... Oh, 60. Die Fähigkeit, die Details eines Objekts korrekt zu erfassen. Nee, davon nehme ich jetzt erstmal Abstand. Wobei Replikation, das ist doch ein und dieselbe Suppe, ne? Warte mal, hat er jetzt hier auch eine 1 zu stehen? Ja. Ich dachte, das wären immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber der eine investierte Punkt, der spiegelt sich ja hier quasi. Ich dachte, das wären so zwei Kategorien. Das ist mir nie aufgefallen. Das ist mir ehrlich gesagt nie aufgefallen. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, schon viel früher als ich. Aber ja, gut zu wissen. So, dann können wir seine Kampffertigkeiten wahrscheinlich auch schulen. Also der wird ja sowas von Safe Magier sein. Ich gucke trotzdem mal sicherheitshalber. Der hat aber einen überraschend hohen Angriffswert. Also es geht mir gar nicht um die absoluten Zahlen, sondern immer um die Verhältnismäßigkeit Angriff zu Intelligenz. Und da ist das gar nicht so eindeutig. Leon DS Geste. Geste heim, Geste kacken. Entschuldigung. Aber das ist, also, Geste. Verstehst du? Was ist denn das für ein Name? Also, da muss man ja direkt schon wieder anfangen zu Berlinern. Ist ja furchtbar. Alter, 12 Jahre alt. Ey, Leon Geste. Den Namen werde ich so schnell nicht vergessen. So, der ist auf jeden Fall 12.
Guck mal, wie die alle heißen. Hier haben wir einen Geste drin, hier haben wir eine Neumann drin. Schon wieder richtige Allmann-Versammlung hier bei uns im Team. Rasse geheim. Was ist das denn? Diese 18? Ich hätte die auf 14 eingeschätzt, getippt, keine Ahnung. Ashton Ankles. Das ist wie so ein richtiger Ami, der Typ. Das hier ist so eine ganz komische Kreuzung. Rainer Lanford ist auch schon wieder so, passt irgendwie, das hier irgendwie auch, der ist der geilste, der gute Geste. So, ich werde mich jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Parts drüber beömmeln, ich entschuldige mich jetzt schon mal. Erreiche Gruppeneinschätzungsstufe 10. Gruppeneinschätzung Stufe 10, was ist das denn? Aschenputtelglas, Geheimkonto. Ich weiß nicht mal, wofür ich das hier gerade bekomme. Kriege ich gerade nicht eingeordnet, aber die Belohnung nehmen wir natürlich gerne. Geschäftsbücher, die den echten Gewinn eines Unternehmens zeigen, aber vor der Steuerbehörde versteckt werden, um Steuern zu vermeiden. Mhm. Drohe dem Ladenbesitzer. Senkt Preise um 10%. Ich will aber niemandem drohen. Geheimkonto verwenden? Nein. Nein. Ein Trank, der dem Anwender im Laden Rabatte gewährt. Okay, also diese ganze Belohnungsarie hier zielt einfach darauf ab, den Preis im Laden zu drosseln. So habe ich das jetzt verstanden. So, aber wir müssen jetzt hier erstmal noch weitermachen. Also für mich ist er halt trotzdem irgendwie ein Magier. Wobei, warte, ich habe noch eine Schiedsrichterkategorie. Nämlich hier. Aber guck mal, der kann auch ein Schild tragen. Also der ist ein Nachschlagewerk für Studien oder Forschungszwecke, erhöht leicht die LP des Trägers. Der ist so eine ganz komische Kombination. Zauberschaden plus, guck, der bringt schnelles Sprechen und Zauberschaden mit. Das ist der Beweis, nach dem ich gesucht habe. Der ist Vollblutmagier, deswegen wird er schnelles Sprechen kriegen und Konzentration. Das ist zumindest das Wichtigste. Sollte ich ihm hier überall... Ja, komm, wir machen erstmal hier alles auf 1, analog zu dieser Handwerkskategorie. Und bei den Spezialisierungen, da gehen wir vor, wie bei allen anderen auch. Und werden bevorzugt das schnelle Sprechen erstmal ins Visier nehmen. Ja, ich glaube, damit kann ich ganz gut leben. So, Leon, herzlich willkommen. Das sind vertrauliche Informationen. Wir können dich nicht gehen lassen, jetzt wo du davon weißt. Aber wir haben doch einen Auftrag vom König, dass wir gehen dürfen und gehen sollen. Also, weiß ich nicht. Widersetzt du dich seinen Befehlen oder was? Überleg dir das nochmal. Bitte, bitte achte gut auf unseren Leon. Warum ist das so ein verzogenes Gör, Florid? Hast du was damit zu tun? Murdoch. Wir brauchen ein spezielles Erz, das nur in den Hoffmann-Ruinen zu finden ist, um die Hoffnung von La Cour fertigzustellen. Wir haben schon mal, übrigens, das wollte ich beim letzten Mal schon sagen, da war aber die Zeit schon wieder zu knapp, wir haben schon mal einen Hoffmann- oder Hoffman-Fisch irgendwo gefangen. Ich werde veranlassen, dass ein Schiff von Hilton zu den Hoffman-Ruinen fährt. Ich möchte, dass du dich augenblicklich auf den Weg machst und dieses wichtige Material besorgst. Oh, guck mal, wie der Leon da liest im Hintergrund. Schon ein bisschen süß, die Animation. Ja, Material besorgen und so. Ich hab's verstanden. Deine Anweisung war Teil meiner Eingangszusammenfassung, werter König. Also müsstest du eigentlich wissen, dass ich gut im Bilde bin. So. Ich laufe jetzt. Warum laufe ich und porte mich nicht? Ich weiß es nicht. Was? Jetzt haben wir neue Mission. Okay, das ist krass. Das heißt, dieser Besuch im Forschungslabor hat jetzt hier was Neues hervorgebracht. Das ist ja interesting. So, Leibwachenmission. Also ich nehme mal erstmal wieder alles an. Häschenrufmission. Was ist das denn? Ich wette, hier kann ich noch nicht alles abschließen. Wenn ich schon lese, Stufe 4. Das haben wir, glaube ich, nicht für jede Kategorie überall. So, Sternennacht-Kit. Irgendwie freue ich mich über die Kits als Belohnung. Angle folgendes. Paladin-Makrele. Du kannst danach in der Nähe der Hoffman-Ruinen angeln. Oh, guck mal, da werden wir diesmal nicht alles sofort abschließen können. Stelle mit Malen folgendes her. Seltsame Waren erstellen. What? Es gibt keine weiteren Missionen. Ich kann nur eine abschließen. Okay, Leute, die Zeiten haben sich geändert. Stelle mit Braukunst folgendes her. Medizinflasche. Das habe ich schon gemacht. Okay, gut zu wissen.
So, komm bald wieder. Ja, ja, wir sind wahrscheinlich in wenigen Minuten wieder da. Ich muss nur erst mal gucken, was jetzt genau von uns verlangt wird. So, Schmiedekunstkit, magische Rüstung. Schmiedekunstkit, magische Rüstung. Warte. Schmieden? War das Herstellung? Das war Herstellung, ne? Oder? Magische Rüstung? Ich bin mir nicht sicher, ob Schmieden Herstellung ist. Diese Bezeichnung hier, das ist manchmal ein bisschen irreführend. Oder ist das was... Hat das was hiermit zu tun? Ne, das war nur Bastelkoffer. Magische Rüstung? Ich habe keine Ahnung. Wo ist gerade mein Logikfehler? Anpassung vielleicht? Das sieht so ein bisschen danach aus, aber... Hm? Verstehe ich nicht. Hier, ich habe es gefunden. Schmiedekunst ist bei den Superspezialisierungen und braucht 2 Personen, die davon Stufe 4 haben. Ich wette oder befürchte, dass ich das nicht leisten kann. Aber warte mal, wir gucken mal eben kurz. Ich muss jetzt hier erstmal wieder Schmieden finden. Das ist ja immer schon so eine Sache gewesen. Etwas finden. Wo zur Hölle ist hier Schmieden? Oder irgendwas, was klingt wie Schmieden. Gefahrenradar, habe ich schon mal gesagt, ne? Das wurde mir in den Kommentaren auch empfohlen, darauf zu gehen. Aber ich habe jetzt immer irgendwie andere Baustellen. Hä? Okay, warte. Wie stärke ich Schmieden? Das erschließt sich mir noch nicht. Bei der alle helfen, eine Rüstung aus verschiedenen Edelmetallen zu fertigen. Ach, Anpassung. Bei Anpassung brauche ich 2 Personen mit Stufe 4. Alles klar. So. Und wo war jetzt Anpassung? Da. Er hat Stufe 5. Stufe 2, 2, 3. 3. Hier? Warum hat ein Ashton... Okay, Moment. Irgendwas habe ich hier damals bei Welsh und bei Dings nicht so gehandelt wie zuletzt bei Leon. Ich hole das mal eben schnell nach. Weil ich will schon, dass jeder irgendwie überall eine 1 zu stehen hat. Hier habe ich aber scheinbar ein bisschen geschlampt. So, Entschlossenheit ist bei ihm voll. Oh, hier ist aber noch einiges im Argen. Was ist denn Seelennahrung? Ich glaube, wir haben gerade Nachos geschenkt bekommen. Mit ganz viel Käse und Sour Cream. Oh mein Gott. Warum quäle ich mich gerade so selber? Mit Hungergefühlen, die ich auslöse, die nicht sein müssten. So, ich muss mich jetzt entscheiden. Warte mal, Anpassung. Bei wem will ich das am ehesten? Zu wem passt das? Waffen in etwas Neues? Eigentlich Precis. Eigentlich ist das doch dein Thema. Komm, ich pack dir jetzt hier die 4. Stufe noch mit rein. So, und dann haben wir jetzt 2 Leute mit Stufe 4. Und damit müsste... Was ist denn hier wieder los? Ach so. Hä? Erlerne die Superspezialisierung. Ach, da ging es nur darum, die Spezialisierung zu erlernen. Okay, warte mal, dann können wir das ja gleich anmelden. Aber hieß es nicht in dem Text, dass wir auch irgendwas herstellen sollen? Vielleicht gab es in diesem Schmiedekunst-Kontext auch mehrere Aufträge. Warte mal, das werden wir jetzt gleich sehen. Hä? Warum? Ach so, hier ist jetzt was neu. Genau, weil ich jetzt zum ersten Mal das hier aufrufen kann. Stelle stabile Rüstungen aus Erzen her. Je höher die Fertigkeitsstufe, desto größer die Erfolgswahrscheinlichkeit. Schmiedekunst kann Rüstungen herstellen, die es in keinem Laden gibt. Schau sie dir genauer an, wenn du Probleme mit starken Gegnern hast. Mit dem Unterstützungsgegenstand Zauberpfeile kannst du die verfügbaren Rüstungen verändern. Okay. Das klingt, als wäre das sehr Endgame-relevant, beziehungsweise Postgame-relevant. Schmiedehammer, konnte ich den kaufen? Ich mache mal erstmal die Mission fertig, bevor ich anfange, mich hier auszutoben und dann fehlt mir da am Ende was. So, guck mal, die Aufgabe ist immer noch magische Rüstung, Schmiedekunstkit. Magische Rüstung, Schmiedekunstkit. Normal, da ist sie. Endlich, eigentlich alles so easy. Endlich? Eigentlich. Benutze ein Kit, um spezifische Gegenstände herzustellen, passende Stufe erforderlich. Ja, bitte einmal machen. Wie sie alle immer abdancen. Leon-Geste.
So, eine magische Rüstung mit mächtiger Verteidigungsmagie. Knappes Entkommen. Wenn ein erlittener Angriff, das haben wir irgendwo schon mal gelesen, glaube ich. Ach, guck mal, das halbiert gleich 3 Elemente. Das ist schon nicht so schlecht, ne? Gelinde gesagt. 90% ist eigentlich auch ganz nice, aber das sind, glaube ich, Sachen, die man nicht kaufen kann. Deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Nutze eine Zauberpfeile, um bessere Rüstungen herzustellen. Oh, ob das Item verpassbar ist? Ich hoffe nicht. Wobei, ich gucke eigentlich immer gründlich genug nach, also... So, das hier können wir noch nicht angeln, weil wir die Hoffman-Ruinen noch nicht betreten haben. Stelle mit Malen folgendes her. Kraftkiste. Du kannst mit magischem Leben und seltsame Waren, das kannst du, ja, man sollte schon richtig lesen können, erstellen, tun, bla, blub. So, magischer Lehm, malen. Das habe ich beim letzten Mal gefunden. Das war aber ein bisschen schwierig. War das Kunst? Seltsame Waren erstellen, magischer Lehm. Das ist doch genau das, oder? Ist das genau das? Kann ich jetzt auch ein, warte mal, ist das überhaupt Malen? Ich weiß nicht, ob ich im Malen-Menü bin. Selbstgeschaffene Gemälde und Skulpturen Leben einzuhauchen. Das ist so dumm, dass das mit den Bezeichnungen hier immer so irreführend ist. Aber hier gibt es ja nichts anderes. Ich habe ja sonst nichts mit Malen. Außerdem stand da explizit seltsame Waren herstellen. Ich habe nur Angst, dass ich jetzt hier meinen ganzen Lehm verpulvere. Oh, der Spiegel, der ist es bestimmt, oder? Nee. Ruhekarte. Spiegel des Wissens. Ein mit Weisheit aufgeladener Spiegel. Wenn er gen Himmel gehalten wird, wird das Wissen aller Gruppenmitglieder erhöht. Oh, das geht auf alle. Okay, aber das ist ein Verbrauchsitem, ne? Nichts, was man anlegen kann. Was rasselt denn da drin? Das haben wir aber schon mal. Eine magische Kiste, deren Inhalt beim Öffnen herausspringt, kann nicht in Städten verwendet werden. Spiegel des Wissens. Warte. Seltsame Waren herstellen. Seltsame Waren herstellen. Ja, ich war da schon richtig. Belohnung Engelsstatuettenkit. Stelle mit Malen folgendes her. Kraftkiste. Also hier würde ich jetzt, um das irgendwann mal zu schaffen, vielleicht alles an Leben einfach reinpumpen, was ich habe. Ich gehe mal in 3er-Schritten einfach weiter. Beziehungsweise danach habe ich nur noch 4. Oh no. Das sieht nicht nach dem aus, was ich mir erhofft habe. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, als hätte ich hier einen Logikfehler. Aber egal, wie oft ich mir den Beschreibungstext durchlese, könnte das die Kiste sein. Ja, eine Kraftkiste. Natürlich mit dem letzten verbrauchten Item. Was rasselt denn da drin? Eine magische Kiste mit 3 unterschiedlichen Gegenständen. Okay, egal. Ich muss mir nur merken, dass ich Lehm einkaufen muss. So, dann haben wir hier, erlerne die Superspezialisierung Leibwache. Kann erlernt werden, sobald 2 Gruppenmitglieder bei der Fertigkeit Erkundung die Stufe 4 erreicht haben und ein Mitglied trainieren ist unser zweiter Vorname hier. Erlerne die Superspezialisierung Häschenruf. Aber das finde ich gerade gut, die Aufgaben, weil man dadurch die Leute so ein bisschen auch dahin bringt, beziehungsweise sich überhaupt mal mit diesen Sachen beschäftigt. Also Leibwache und Häschenruf. Warte mal, das sollte doch alles machbar sein. Leibwache brauchen wir 2-mal Erkundung Stufe 4, bei der alle aufmerksam sind, um Gegner zu erspähen und sie aufzuhalten, was auch immer das bedeuten mag. So, Erkundung 2-mal Stufe 4. Erkundung 2-mal Stufe 4. Erkundung, wo bist du? Da. So, er ist jetzt bei einer 3. Haben wir überhaupt schon jemanden auf Stufe 4? Ja, Welsh ist sogar schon auf der 7. Was ist denn da los? Erkundung... Ich würde das eigentlich... Boah, weiß ich nicht. Warte mal, wir hatten noch die meisten FPR. Aber nee, bei ihm sind wir kurz davor. Also kurz in Anführungsstrichen trainieren zu maximieren. Das ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu... Ich glaube, wir nehmen Arena. Warum ist denn das bei ihr so günstig? War das bei den anderen nicht teurer? Nee, alle, die auf der 3 sind, auf Stufe 3, brauchen nur 20. Superspezialisierung Leibwache kann jetzt verwendet werden. Juhu. So, wollen wir das auch gleich anwenden?
Bringt das überhaupt was, das hier aus dem Menü heraus zu tun? Friere gegnerische Symbole zeitweise ein. Je höher die Fertigkeitsstufe, desto länger bleiben sie eingefroren. Geht das per Knopfdruck oder was? Sichere dir mit Hinterhalten einen Vorteil oder umgehe Kämpfe gänzlich, solange das Symbol eingefroren ist. Schwache Symbole grün werden kampflos besiegt. Du erhältst dennoch ihre... Oh mein Gott, bitte einmal einschalten. Wie geil ist das? Ich hätte das komplett übersehen, wenn wir hier nicht eine Aufgabe gehabt hätten in dem Zusammenhang. Eine super Spezialisierung, bei der alle so laut, wie sie können, Häschens Namen rufen. Vertrauter. Vielleicht kann ich dann schneller über Wald und Wiese hoppeln. Das wäre cool. Vertrauter. Zwei Personen haben Stufe 4. Nee. Hier. So, Vertrauter ist dann auch wahrscheinlich irgendwo diese Kategorie. Ja. Ach, guck mal, hier, er hat schon Stufe 6. Hier haben wir eine 2, hier haben wir eine 2, hier haben wir eine 3. Hier haben wir eine 0. Jesus, was ist da los? Hier haben wir eine 1, hier haben wir eine 2. Ich will auf jeden Fall, dass Rainer hier auch auf die 4 kommt. Yes! So, Priestess. Wir müssen nochmal reden. Wobei, hier habe ich auch gerade eine Null gesehen. Was soll das? Was sollen die ganzen Nullen hier? Sie ist gerade von 0 auf 2 gesprungen. Weil wir das bei ihr nur aktivieren, ne? Weil sie wahrscheinlich schon ganz gute Grundwerte mitbringt. Oh, shit. 2x60. Das ist mir fast ein bisschen zu teuer. Genauso hier. Hey, warum ist denn das alles so teuer? Muss das so? Ich wette, sie wird gleich eine relativ hohe Stufe haben. Nee. Sie springt von 0 auf 1, ey. Meine Theorien, schon wieder die allerbesten hier. Fußabzeichen. Ja, und Fohl. So, noch irgendwelche Nuller. Ja, hier, Imitation. Aber Imitation und das ist ja das Gleiche. Komm, beißen wir einmal in den sauren Apfel, dann haben wir es jetzt hinter uns. So, und was ist, wenn ich diesen Häschenruf jetzt einsetze? Das geht hier wahrscheinlich nicht, oder? Ey, tatsächlich. Ruf ein Häschen, um schneller auf der Weltkarte voranzukommen. Je höher die Fertigkeitsstufe, desto größer die Erfolgswahrscheinlichkeit. Häschen verdoppeln das Bewegungstempo und ermöglichen das Erklettern von Bergen und Wasserfällen. What? Damit komme ich an die Kisten ran. Ey, damit komme ich ja eigentlich überall hin. Beim Häschenreiten erscheinen keine Gegnersymbole. Viele Orte können nur per Häschen besucht werden. Erforsche jede Ecke der Welt. Häschen können nicht in Städten oder Dungeons gerufen werden. Ey, Leute! Danke, dass ihr mir das nicht gespoilert habt. Ich feiere das wirklich. War das jetzt voll so... Oh ja, habe ich schon in den Kommentaren gelesen. Jetzt habe ich es auch endlich mal. Wisst ihr, was ich meine? Das ist cool. Ich wusste nicht, dass hier sowas kommt. Ey, mega. Ich freue mich gerade wie Bolle. Rufe Häschen. Hä? Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind auch in der Stadt. Mich wundert, dass das nicht ausgegraut war gerade. Ey, jetzt will ich aber auch die anderen Sachen irgendwie noch freischalten. Wobei, warte mal, ich hole mir mal erstmal die Belohnungen ab. Jetzt müssten wir bis auf die Angelmission eigentlich alles haben, oder? Hä? Ach so, die steht hier nicht drauf, weil wir die noch nicht melden können. Ich dachte gerade, die Angelmission ist jetzt verschwunden, aber im Hintergrund wartet sie noch auf ihre Erfüllung. Mondstein, haben wir sowas schon? Ich glaube, der Mondstein, der ist neu. Und diese Engelsstatuette, die sollten wir uns vielleicht auch gleich mal angucken. Warte mal, schon wieder so viel zu tun hier. Ein Set zur Gegenstandsherstellung, anwendbar beim Malen, um eine Statuette zu erschaffen, die alle Verbündeten heilt. Das wird aber, glaube ich, relativ teuer sein. Guck mal, Mondstein ist komplett neu. Ein magischer Stein mit mystischen Kräften, der angeblich ein Splitter des Mondes ist. Fußabzeichen. Hä? Das haben wir nur zweimal? Gefühlt habe ich das schon, keine Ahnung, 10-mal oder so eingesammelt und bekommen. Okay, warte mal. Zu viel zu tun. Jetzt habe ich hier irgendeine Herausforderung. Schließe Gildenmission 30-mal ab. Oh, Roddick Juwel! Hey, Roddick. Ich weiß nicht, ob ich dir einen Slot freimachen will dafür. Die mysteriöse Kraft, die dem Juwel innewohnt, erweckt Erinnerungen an den Sternenozean. Roddick, der Protagonist von Star Ocean 1, ist dem Kampf beigetreten. Ey, das ist so schön alles. Ich liebe das. Das machen ja die Tales of Spiele. Die machen das ja auch, dass du in den neueren Spielen immer wieder in Form von Minispielen oder Karten oder irgendwelchen Fundstücken immer wieder so kleinere Bezüge zu Vorgängerteilen auch hast. Ich feiere das. Warum ist denn jetzt hier ein Ausrufezeichen?
Achso, weil ich jetzt wahrscheinlich eine neue... Hä? Nee. Weiß ich nicht, wo das Ausrufezeichen plötzlich herkommt. Alter Vater, haben wir viele KP angehäuft. Wo kommen die denn jetzt alle her? Die muss ich doch kürzlich erst bekommen haben. Okay. Wir sind auf jeden Fall gut bestückt, kann man sagen. Ja, ja, ja. Ey, ich wollte noch irgendwas machen. Ja, Engelsstatuette. Warte mal, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Herstellung? Herstellung? Ja, nein, vielleicht? Nee, das war irgendwas mit Malen. Moment. Hier, da ist sie. Aber Stufe 8? Nee, da werden wir noch ein bisschen brauchen, du. Das, wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber wie geil ist denn diese KP-Flut, die wir jetzt hier bekommen haben? Das wird uns jetzt einige Schritte voranbringen. So, weicht gegnerischen Angriffen zufällig aus. Ja, das bitte einmal so weit wie möglich voranbringen. So, hatte ich bei Leon schon Masterplan? Ja, das schnelle Sprechen. Da kommen jetzt alle Punkte rein, solange wir Punkte haben. Das hier kann er von mir aus auch einmal kriegen. Bei Celine ist das schnelle Sprechen schon ausmaximiert. Die Konzentration jetzt auch. So, dann würde ich als nächstes Qigong, glaube ich, auf Maximum bringen. Wobei das knapp nicht reicht. Und die reduzierte Betäubungsdauer. Ich weiß, ich könnte das auch alles in meine Skills reinpacken, aber ich will hier erstmal die wichtigsten Sachen ausmaximieren bei allen und danach kommt dann der nächste. Oh, shit, bei Celine hätte ich den Zauberschaden noch boosten können. Dafür wäre sie eigentlich prädestiniert gewesen, aber egal. So, und hier nehmen wir jetzt mal Körperbeherrschung ins Visier. So, bei Priestess hatte ich Qigong und, also ja, eigentlich alles Physische erstmal avisiert. Machen wir mal genauso wie hier und Körperbeherrschung gerne auch. Das hier kann sie von mir aus auch einmal geboostet kriegen. Und bei ihm können wir hier einmal ausmaximieren und machen dann mit Ausweichen oder Verteidigung. Nee, ich glaube, das hier finde ich schon cooler. Das haben wir auch bei Dings zuerst gemacht, bei Claude. So, und sie ist ja auch eine physische Angreiferin. Das heißt, ja, wir gehen hier jetzt mal im Gleichschritt einfach weiter. Körperbeherrschung als Rest kann man auch noch mitnehmen. Ja, nice. Also das sollte sich jetzt auf jeden Fall in den Kämpfen auch ein Stück weit bemerkbar machen. So, das war das. Und dann wollte ich noch gucken, was hier noch fehlt. Musik. Zwei Personen haben Stufe 4. Ich habe ja auch voll viele Punkte. Das muss durch die letzten Belohnungen gekommen sein. Da bin ich irgendwie zu schnell drüber gegangen. So, Musik. 3, 3, 3, 3, 3. Claude hat hier eine 4. Okay. Warte mal. Besondere Fähigkeit, Musik zu schreiben und Instrumente zu spielen. Ich finde, das klingt voll nach Rainer auch wieder. Aber ich will irgendwie auch nicht alles an sie abdrücken. Aber sie hat jetzt nach wie vor... Nee, Celine hat hier noch die... Ich weiß nicht, Celine? Ne, ich sehe da eher Rainer. Sie bekommt das jetzt. So, jetzt können wir nämlich auch Orchester bekommen, nutzen, wie auch immer. Da kommen bestimmt noch weitere Gildenaufträge irgendwann. So, Superspezialisierung, bei der alle auftreten. Auslöserate mancher Unterstützungsgegenstände und Entdeckungsrate von Talenten wird erhöht. Unterstützungsgegenstände lösen bei Handwerk und Spezialisierung öfter aus. Je höher die Fertigkeitsstufe, desto häufiger werden Effekte aktiviert. Orchester kann bewirken, dass Gegenstände bei Handwerk und Spezialisierung nicht verbraucht werden, sodass die gleichen Rohstoffe mehrfach benutzt werden können. Geheime Talente werden auch wahrscheinlicher enthüllt. Das ist ein sehr netter Nebeneffekt. Kann nicht gleichzeitig mit Musik benutzt werden. Mindestens 4 Instrumente sind für Orchester notwendig. Einige hatten wir schon gekauft. Verstärk... Was soll denn Verstärk-B-Punkt heißen? Verstärk-Bonus? Unterstützungsgegenstände? Vielleicht? Handwerk, Malen, Anpassung, bla. Ihr seht es ja selber. Superspezialisierung. Ja, alles irgendwie ineinander greift. Aber jetzt könnte ich auch den Taktstock mal benutzen. Alle auftreten. Musik spielen. Ja. Musik aufgeführt.
Okay. Was ist, wenn ich jetzt nochmal auftrete? Musik aufgeführt. Dann profitiere ich, während die Musik läuft, in Kämpfen davon, oder wie? So, Taschendiebstahl. 2 Personen, Stufe 4. Wo war das nochmal? Hier. 1. 1. Ich glaube, da habe ich noch nie irgendwie Punkte reingesetzt. Ich habe ja schon wieder eine 0 gesehen. Achso, Replikation. Deswegen hat sie noch so viele FP über, weil ich ihr das nicht beigebracht habe. Aber egal, bei ihr mache ich jetzt eine Ausnahme. So, wer sind die geborenen Taschendiebe? Ey, warum kostet das bei Ashton 21 und bei den anderen nur 20? Was ist da los? Was ist da los? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Meine einzige Erklärung war bei Entschlossenheit. Da steht bei relevante Spezialisierung auch Trainieren mit drin. Das hat er auf Stufe 7. Aber sie ist nur auf Stufe 5 bei Trainieren. Und bei ihr kostet es auch nur 20. Das ergibt gerade zu 0,0% Sinn. Aber egal, ich brauche jetzt 2 Taschendiebe. Ich würde Priestess und Welsh das einmal mitgeben. Was war das Erfordernis? Ist ja voll teuer! Nee, okay, darauf, da warte ich jetzt noch ein bisschen. Oh, das ist eigentlich voll die Verschwendung. Wobei, sie kommt schon auf Stufe 4. Das tut jetzt so ein bisschen weh, weil ich diese Menge, Masse an Punkten halt echt auch anders, gerade für die beiden Mädels hätte gebrauchen können, aber jetzt ist es zu spät. So, also Schmuggel muss noch warten. Und Replikation, das ist ja noch teurer. Nee, da lasse ich jetzt erstmal die Finger von und mache das zu einem späteren Zeitpunkt. Spätestens, wenn der nächste Gildenauftrag kommt und ich bin mir sicher, dass er kommen wird. So, ich habe jetzt bestimmt voll viel noch vergessen, was ich im Menü hätte anpassen, optimieren können, aber egal. It's me, Leon. I need to go into the Hoffman Ruins. These people are with me, so let them through too. Yes, Dr. Guest, of course. Good luck on your expedition, sir. I won't need it. Wie arrogant kann man sein? Leon, ja. So, wir alle beten für einen Erfolg, Dr. Geste. Doktor? Hat der wirklich seinen Doktor schon gemacht? Ich hoffe, die Mission verläuft erfolgreich, Dr. Geste. Aber daran siehst du mal wieder, dass der Akademikergrad nichts über die soziale und emotionale Intelligenz eines Menschen aussagt. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, es tut mir echt leid, beziehungsweise eingefallen. Und zwar diese Punkte hier. Kann ich jetzt nicht schon bestreben? Warte mal. Nee, für Trainieren ist es noch zu wenig, aber bestreben. Komm, einmal Rinder mit den Punkte. Für den Rest sparen wir. Und hier... Warte mal, er bräuchte jetzt hier bei Trainieren 180. Bei Bestreben geht das allerdings ein bisschen günstiger. So, wo war sie stehen geblieben? Bei 250 versus... Hä? Hab ich gerade irgendwas übersehen? Warte mal, 250 bestreben. Achso, versus 468, okay. Dann bekommt sie hier die Punkte erstmal. Rainer, das sieht gut aus. 268 versus... Hä, irgendwie scrolle ich hier gerade dumm. Wo ist denn hier schon wieder... Hä? Ich habe das eigentlich immer nach dem gleichen System gemacht. Bestreben ist hier. Und dann drücke ich nochmal. Ach, und hier ist dann Trainieren 218. Ich nehme mal das teurere. Diesmal, weil sie so fast eine Punktlandung hier hat mit ihren Zahlen. So, und hier haben wir 204 versus 265. Ja, hätte ich jetzt nicht alles in Taschendiebstahl reingeballert, dann hätten wir eher was Gutes tun können. Aber jetzt ist eh zu spät. So, hier haben wir Trainieren 61 versus... Oh, 250. Warte mal. Trainieren. Mehr EP. Ja, ach, jetzt kommt hier, stimmt, ich erinnere mich dunkel, dass da dieser Riesensprung immer war. Ja gut, und bei ihr brauche ich mit den 22 Pünktchen wahrscheinlich nicht zu gucken, wobei hier 40...
Mann, wie alles für den Taschendiebstahl draufgegangen ist, der mir am Ende irgendwie gar nichts bringt, ey. Das nervt mich. Also zum jetzigen Zeitpunkt bringt es mir nichts. Irgendwann will ich natürlich schon alle Superspezialisierungen einmal freischalten und aktivieren und so, aber das ist dann wohl noch Zukunftsmusik. So, aufs Angeln verzichte ich jetzt, weil wir heute schon genug rumgefrickelt haben in allen möglichen Kontexten. Ich komme nicht in den PA-Modus rein. Ich habe daran gedacht, aber es bringt mir gerade nichts. Kann ich mich theoretisch zum... Ne, teleportieren geht gerade auch nicht. Das heißt, hier kommt gleich eine Szene. Dr. Guest! I'm going to the Hoffman Ruins. These people are with me. Yes, sir. I'll be back pretty soon. It won't take much time at all to get what I need. Yes, Dr. Guest. Good luck on your expedition, sir. Der heißt nicht Guest. Könnt ihr alle kein Berlinerisch oder was? Nur weil wir nicht genug Personal haben, brauchen wir noch lange nicht diese dubiosen Gestalten. Hört zu, ihr kommt mir besser nicht in die Quere. Verstanden? Was ist denn mit diesem Jungen los? Was für eine eingebildete... Was für eine, das ist voll der Fehler. Was für eine eingebildete Satansbratin. So. Boah, ich bin mit der Weltkarte voll... Ist das geil? Ist das geil? Oh mein Gott. Aber... Hä? Rainer muss den Gegner berühren, damit dieser Effekt eintritt. Oder geht das einfach noch nicht bei allen Gegnern? Das ist schon wieder diese Dreckshexe gewesen, bei der ich schon öfter mal mein Leben gelassen habe. Level up. Es kam auch gerade eben schon Level up zustande. Hä, also müsste ich dann Rainer steuern, um... Warte mal. Ich will das nur einmal verstehen. Was habe ich da gerade bekommen? Tierfutter. Wo ging das nochmal? Taktik, Gruppenformation, Anführer. So. Hä? Ich verstehe nicht, wann diese Verpuffung kommt. Ich habe immer das Gefühl, wenn meine Mitstreiter den berühren. Hä? Die Person, die ich steuere, die löst diesen Effekt nicht aus. Ich bin hochgradig verwirrt. Wie konnte ich denn hier nochmal die Person, die ich steuere, umändern? Hä? Keine Ahnung. Wir kämpfen jetzt einfach mit ihr. Das wird ja wohl irgendwie schaffbar sein. Ey, Leon. Bitte keine Scheiße bauen jetzt hier. Wenn wegen dir mein heiliger Max-Kreis kaputt geht, dann ist aber was los hier. Dann kommst du schneller auf die Ersatzbank, als du Geste sagen kannst. So, ich muss jetzt meine Dings hier wieder verändern. Ich verstehe das noch nicht so ganz, aber ich feiere das Feature. Ich würde nur gerne in den Gegner reinlaufen und den dann so verpuffen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Das scheint mir alles noch ein bisschen unkoordiniert zu sein. Aber egal. So, warum sollten wir zum Hilton laufen, wenn wir uns auch porten können? Deswegen möchte ich davon gerne einmal Gebrauch machen. Und ich habe richtig Bock auf diese Ruinen. Endlich wieder ein neues Terrain und... neue Ecken und Wiesen und Wälder und hast du nicht gesehen, was ist denn hier los? Oh Himmel, ich wusste es, wir werden alle sterben. So jung und schon so pessimistisch, eigentlich genau wie ich damals. Hey, stimmt es, dass du diese Monster gesehen hast? Werden wir die Invasion überleben? Das weiß ich noch nicht. Monster sind in Lacour eingedrungen, ist das wahr? Na, noch sind die ja nicht da, oder? Die bereiten sich nur darauf vor, dass es jeden Augenblick passieren könnte. Ich habe Freunde in Cross, aber ich weiß nicht, ob ich sie je wiedersehe. Ja, wirst du schon. Nicht so negativ denken. Prima Donna. Ich glaube, wir haben dir schon mal Instrumente abgekauft. Ja, das sieht gut aus. Ist unser Musikeffekt jetzt eigentlich noch aktiv? Bestimmt nicht, oder? Hallo? Du hast auch gehört, dass Lacour die Tore verschlossen hat, oder? Ob sie das in Hilton auch bald tun? Könnte passieren. Und wenn ja, dann ist es vermutlich nur zu eurem Besten. Oh, daran glaube ich ganz fest. Es sind Berichte über grauenvolle, riesige Kreaturen nahe der Ruinen eingetroffen. Einige von ihnen sollen sogar Feuer speien. Was können wir dagegen tun? Uns vorschicken. Ich habe voll Bock auf diese Viecher. Ohne ein paar heftige Gefechte wirst du nicht durch die Hoffmann-Ruinen kommen. Nimm genug Kräuter und Nahrung mit oder du steckst an der tiefsten Stelle der Ruinen in der Klemme. Sei bitte vorsichtig. Das ist ein sehr guter Hinweis, aber ich glaube, wir sind ganz gut versorgt.
Bist du sicher, dass so wenige Leute ausreichen? Ich mache mir nur Sorgen, dass es nicht reicht, selbst wenn Leon dich begleitet. Na, er macht immer eher um Leon Sorgen und weniger über uns, um uns. Anscheinend gibt es in den Höhlen an verschiedenen Stellen Sprengzünder. Bitte pass auf, dass du sie nicht versehentlich auslöst. Okay, das stresst mich schon wieder, wenn ich dazu höre. Du erreichst Lacour, das größte Königreich der Welt, indem du von Hilton aus nach Südwesten gehst. Ja, das musst du meinem Ruddle sagen und nicht uns. Jetzt stecken wir in Schwierigkeiten. Fühlst du dich immer noch sicher in Lacour? Nö, deswegen dampfen wir ab. Wir flüchten uns in die sicheren Hoffmann-Ruinen. Hier gibt's immer noch einen seltenen Fisch. Menno. Irgendwann Fisch, irgendwann. Wenn sogar so ein Kind glaubt, uns herumschubsen zu können, dann ist Lacour erledigt. Tja, kannst du mal sehen. Ah, Dr. Guest. Geste. Everything ready? Yes, sir. Everything's in place. Ready when you are. Well, are we ready for the ruins? Mhm. Sorry, ich wollte aber eigentlich vorher noch speichern, aber in den Ruinen geht das hoffentlich auch noch. Auf geht's. Vielleicht kommt ein geiler Boss, während wir auf dem Schiff sind. Nee. Gib Bescheid, wenn du bereit bist, nach Hilton zurückzukehren. Alles klar. Oh, das sieht nach so einer richtig schönen paradiesischen Insel aus. Ich mag den Ort jetzt schon. Auch wenn wir uns gleich wahrscheinlich in die dunkelsten Ruinen hineinbegeben. Aber ich habe auf alles Bock, was kommt. So, es geht wieder los. Ja, da ist sie, die Hoffmann-Sardine. Das, was ich vorhin noch meinte. Irgendwann ist der Name uns schon mal über den Weg gelaufen. Und das war im Zusammenhang mit diesem Fisch. So, wie viele Versuche soll ich dem jetzt hier geben? Wollen wir, sollen wir? Konnte mich gerade nicht entscheiden. Wollen wir die obligatorischen 3 wieder nehmen? Ah! Paladin-Makrele! Geil! Ja, geil. Guck mal, ich habe auch mal Glück in diesem Spiel. Das heißt, ich gehe jetzt mal... Ey! Du hast gesagt, wenn ich zurück will, soll ich mit dir reden. Ich rede mit dir und du bringst mich nicht zurück. Was sind das hier für Fake News, die du verbreitest? Auf jeden Fall muss ich dran denken. Und das wird schwer, mir das in Erinnerung zu behalten, dass wenn wir zurückkehren, dass ich noch eine Gildenmission abschließen kann. Oh Mann, ey. Von jetzt an werdet ihr auf das hören, was ich sage. Okay, macht keine Dummheiten. Jetzt mal ehrlich, du würdest dich bei deiner Mami ausheulen, wenn wir dich jetzt alleine lassen würden. Das glaube ich auch. Oh mein Gott, ist ja voll der Dschungel hier. Und wir sind jetzt tatsächlich im nordöstlichsten Punkt des Spiels. Ist das alles aufregend hier. So, aber ich habe hier immer noch keinen Speicherpunkt angetroffen. Obwohl, ich kann auf der Weltkarte speichern, na dann. Geil. So, ich habe voll Bock, mich hier ins Getümmel zu stürzen. Ich weiß nur nicht, ob ich... Ey, das ist so cool. Meine Mitstreiter rennen immer... Was macht die jetzt da? Was soll das heißen? Die bremst den jetzt einfach nur aus. Ach nee, vor allen Dingen die, sage ich die ganze Zeit. Dabei ist es ja Leon. Der hat den jetzt die ganze Zeit ausgebremst, damit ich den einfacher von hinten attackieren kann. Oder was hat das für einen Zweck? Ey, das ist so geil. Ich liebe dieses Feature. Ich liebe so viele Features hier. Wir sind nicht so bewandert, also kannst du uns gerne unterrichten. Worum ging es gerade? Ich habe den Anfangstext verpasst. Schade, dass man das nicht selber wegdrücken kann. So, endlich wieder Weltkartenerkundung. Ich liebe das. Oh, ich kann doch meinen Hoppler rufen. Warte, das haben wir doch gelernt. Moment, wie ging das? Häschenruf. Rufe Häschen. Was? Erfolgsrate 50%? Verschwende ich dafür irgendwas? Es mag dich nicht besonders. Ungeil. Warte mal. Ach nee, das macht ja die Gruppe. Ich habe gerade überlegt, ob ich das nicht vielleicht mit einem anderen Charakter mal probieren soll. Wow, ey. Das ist gerade sinnbildlich für mein... Ah, jetzt. Für mein 50-50-Glück, was ich immer moniere, weil es nicht existiert. Häschensteuerung. Häschen bewegen... Ort betreten, Thron öffnen, absteigen. Geil. Ey, das ist das aller coolste. Ey, ich habe jetzt immer, ich muss meine To-Do-Liste auf jeden Fall erweitern. Ich muss jetzt die
Kisten, an die ich mich irgendwie noch erinnern kann, weil die waren auf der Weltkarte, waren die nicht eingezeichnet, oder? Wie war das nochmal? Oh mein Gott, das wird alles... Das erweitert jetzt halt auch massiv den Bereich, den wir auskundschaften können, aber es macht es natürlich auch irgendwo komplizierter, ne? Weil sich damit das Areal einfach komplett vergrößert, während es vorher alles immer noch so schön linear war. Ey, wenn ich hier irgendwo eine Kiste mal übersehe, ne? Ich habe da so ein Talent für. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen einen Krater. Dann schreibt mir, wenn ihr Zeit und Muße habt, das bitte als, also idealerweise mit Zeitstempel in die... Ich drücke Kreis und der steigt nicht ab. Warum? Kann ich an so entlegenen Orten nicht absteigen? Weil das ist ja... Ich spam hier gerade wirklich die Kreistaste und es passiert nichts. Viereck vielleicht? Nee, das hieß ja im Tutorial Kreis. Das sieht nämlich nach einem guten Angelspot aus, aber wahrscheinlich geht das einfach nicht überall. Was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Stell dir mal vor, dein Häschenruf wäre mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% versehen. Und dann steigst du hier ab und kommst nie wieder weg. Wobei, man kann sich ja wegporten, ne? Also so ganz verloren ist man dann auch nicht am Ende des Tages. So, die große Frage ist, erkenne ich jetzt, wenn ich einmal mit der Umrundung fertig bin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, ich bin schon einmal rum, oder? Wobei, das hier kommt mir gerade gar nicht bekannt vor. Ich bin verwirrt. Ich muss mich an mein Häschen erstmal gewöhnen. Aber das hier kommt mir gerade alles nicht vertraut vor. Siehst du? Ich war noch gar nicht einmal rum absteigen. Ach, hier wird das eingeblendet, sobald das geht. Alles klar. So. Hier kann man auf jeden Fall wieder angeln. Das ist mehr als eindeutig. Das ist auch so geil, dass man, wenn man auf dem Häschen drauf ist, also für mich ist es halt immer noch der Hoppler, dass du dann auch Kisten öffnen kannst. Und da haben wir Mithril gefunden. Ich würde hier schon ganz gerne mal absteigen. Ich habe ein bisschen Angst vor den Gegnern. Aber ich will gucken, was man hier an Fischen mitnehmen kann. Oh mein Gott, danke Rainer, dass du diesen Gegner ausbremst. Was? Verlässlicher Wegbereiter. Okay. So. Wen oder was haben wir hier zu erwarten? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Hier, Salamander, Bogenschütze, Bogenschütze. Alles klar. Die Salamander-Gegner kennen wir eigentlich noch. Wundert mich fast ein bisschen, dass dieser Gegner hier blau gekennzeichnet war. Ey, ganz ehrlich. Es macht, finde ich, gar keinen Sinn, schwache Charaktere ins Hauptteam mit reinzunehmen. Gar keinen Sinn. Weil die Kämpfe sind viel zu hektisch, als dass du dir irgendwie den Kampfstil von irgendwem angucken könntest. In Ruhe. Und es macht auch keinen Unterschied für die gewonnenen EP. Deswegen werde ich jetzt immer mein stärkstes Team nutzen. Es sei denn, es kommt hier irgendwann ein Charakter, den ich so extrem feiere, dass ich den nonstop mit drin haben will im Team. Das ist manchmal so bei mir. Guck mal, warum wird dieser Grüne jetzt zum Beispiel nicht ausgenockt? Warum passiert das nur bei manchen? Das verstehe ich nicht. Liegt dem Ganzen eine prozentuale Wahrscheinlichkeit zugrunde? Oder was ist der Hintergrund? Alter, wie einfach man damit leveln kann, ne? Du musst dich einfach nur an den richtigen Orten einfinden. Und schon geht's richtig rund, ey. Das ist so krass. So. Ich wette, das kannst du auch exploiten. Irgendwann, wenn du mit dem Spiel durch bist, wird es bestimmt Ecken geben, wo das so ultra schnell geht, ohne dass du was machen musst. Das erinnert mich, ich weiß nicht, ob ich das in dem Let's Play hier mal erwähnt habe, aber an diese Barrierenmechanik, die du auch bei Blue Dragon hattest. Da habe ich damals auch, um mich zu überleveln, ich glaube, das war auch für die Achievements erforderlich, einfach mal das Pad für... keine Ahnung, eine Stunde oder zwei zur Seite gelegt und einfach die Gegner dann kommen lassen und war dann, ohne dass ich da... Oh, Fate! Ohne dass ich da explizit was machen musste, war ich dann ganz gut gelevelt. Benutze 50 Mal Verstärkungsaktion. Fate ist Star Ocean till the end of time. Yes. Mysteriöse Kraft, Juwel innewohnt, Protagonist Star Ocean 3. Mega. Den mochte ich auch so. Ich rante immer so viel über Star Ocean 3, weil ich mit dem Kampfsystem nicht so klar kam. Aber die Charaktere und die Story, ey, das war für mich
oder ist für mich immer noch absolut Peak. Also da würde ich niemals irgendwas Schlechtes drüber sagen. Aber es ist halt die Frage am Ende, was gewichtest du höher, ne? Also, schwierig. Ey, das hier ist so dumm. Also, entweder das kostet was und ist dadurch irgendwie aufregend, aber das ist doch einfach nur Beschäftigungstherapie. Das immer und immer wieder auszuwählen. So, warte mal. Ich bin jetzt hier. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Weil das sieht aus, als wäre das hier eine Inselkette. Guck mal, da hinten. Ich wette, wenn du mit deinem Häschen ein höheres Level hast, dann kommst du da hin. Ich wette es. Warte mal. Was steht hier noch mal, was da erforderlich ist für? Ach, das steht hier gar nicht. Kann ich hier irgendwo... Mir wurde doch ganz am Anfang angezeigt, was ich skillen muss dafür. Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber gut, das kriege ich jetzt auf die Schnelle scheinbar nicht rausgefunden. Dann lass uns erstmal mit den Rändern hier weitermachen. Und gucken, was wir hier vielleicht noch für interessante Ecken finden. Und dann gibt es ja noch den gesamten Mittelteil. Also wir werden uns hier noch eine Weile aufhalten. Ey, vor allen Dingen mit diesem Häschen, ne? Kannst du ja in jede noch so unauffällige Felsritze irgendeine Kiste reinsetzen und die einfach super fies verstecken. Es wäre halt echt cool. Warte mal, wie konnte ich mir nochmal die... Shit, wie konnte ich... Ah, hier, mit Start, okay. Genau, die Karte ein bisschen anders anzeigen lassen. So wollte ich den Satz eigentlich beenden. Tierfutter, da ist schon wieder so eine Inselkette. Weil guck mal... Ich glaube, es hieß doch auch irgendwann mal in einem Text, oder? Dass die Geländestruktur, dass sich das vielleicht auch erweitert. Ist da eine Kiste? Nee. Hä? Achso, hier stand nur absteigen. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie übersehen, dass man... Ach, hier bin ich wieder am Anfang. Da ist unser Boot mit dem Lügner. Für mich ist er einfach ein Lügner. Weil der uns nicht zurück nach Hilton bringt, obwohl er uns das in Aussicht gestellt hat. Das ist, als würde ich zu jemandem sagen, wenn du Unterstützung brauchst, dann ruf mich an. Ich bin immer für dich da. Und dann ruft mich jemand 10-mal an und ich melde mich 10 Jahre nicht. Genau das gleiche Thema. So. Okay, aber warte mal. Ist aber komisch, weil der kann zum Beispiel... diesen Stein hier, den kann er nicht bespringen. Seht ihr das? Hier ist so eine Grenze. Der kann über die kompliziertesten und steilsten Klippen hoppeln. Aber so kleine Ministeine kriegt er manchmal nicht überwunden. Ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Aber auch das Tempo, mit dem der das hier alles... Das ist so cool. Ich liebe die Hoppler. Hoppler sind doch mindestens genauso cool wie Chocobos. Auch wenn Chocobos viel ikonischer sind und so, ich weiß. Ah, da sind die Ruinen und da sehe ich auch schon eine wundervolle Kiste. Eisenhut. Ich weiß nicht, ob Eisenhut so wundervoll ist, aber ich wollte, dass die Kiste sich gut fühlt und ihr deshalb ein Kompliment machen. So. Jetzt wird's richtig kompliziert. Ey, immer wenn da so Absteigen aufleuchtet, dann denke ich immer, ich stünde gerade vor einer Kiste und habe irgendwas übersehen oder so. So, da gehen wir auf jeden Fall nächstes Mal rein. Ich denke, heute werden wir das nicht mehr schaffen. Hier ist noch eine Kiste. Ey, das ist so schade, dass die nicht eingezeichnet sind. Kann ich mit den Handwerksoptionen, die mir zur Verfügung stehen, das auch anzeigen lassen auf der Weltkarte? Das wäre so geil. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Man könnte ja theoretisch bei Erkundung oder sowas Häufigkeit von Kämpfen zu erhöhen oder zu senken. Aber das klingt rein vom Text her... gar nicht danach. Überleben. Das hier. Die besondere Fähigkeit, ein Gebiet nach nützlichen Gegenständen abzusuchen. Ey, ich wette, wenn du das ausmaximierst, dann bekommst du das auch auf der großen Karte, also auf der Weltkarte zu sehen. Was ist denn das Pendant zu überleben hier auf der Seite? Weil es gibt ja immer irgendwas. Warte, ich muss einfach nur gucken, wo rechts im Fenster Überleben drin steht. Das wird ja bestimmt hier. Kräuterkunde. Nee, das hat aber, glaube ich, nichts mit Schätzen zu tun. Gefahrenradar. Drohende Gefahren zu erkennen. Erkundung. Das würde ich nämlich sofort machen, wenn ich wüsste, wie man sich das anzeigen lassen kann. Einschätzen, Herstellung. Nee.
bin da bestimmt schon ein paar Male drüber gewesen und erkenne einfach nur das Potenzial nicht. Also solange der Text mir das nicht bestätigt und es nur eine Vermutung bleibt, habe ich jetzt eigentlich keine Lust, meine ganzen Punkte da reinzuballern. Aber wenn ihr das wisst, dann nehme ich die Info gerne auf. So, Fleisch werden wir auf gar keinen Fall wegwerfen. So, nee, warte, hier bin ich dumm. Hier muss ich einmal hinkochen. So, da war immer noch Raina, diejenige, die das am besten konnte. Machen wir einmal zehnmal, voll doppelt gemoppelt. Jawohl. Nicht zu genau hingucken, wenn ich das Wort Steak nur lese. Ich habe echt lange schon kein Steak mehr gegessen. Es wird mal wieder Zeit. Es passiert viel zu selten. Aber Steak esse ich meistens auswärts. Und in letzter Zeit bin ich auch sehr wenig auswärts essen gewesen. Von daher führt dann das eine zum anderen. So, okay. Dann würde ich jetzt einmal nochmal nicht ganz am Rand, sondern so ein bisschen mittiger die Felsstruktur hier in Augenschein nehmen. Wohlwissend, da hinten waren wir schon, dass ich sicherlich trotzdem was auslassen könnte. Aber man kann ja mal gucken. Und ihr seid doch bestimmt so nett, dass ihr mir helft, wenn ihr irgendwas seht, was ich gerade übersehe, oder? Wobei hier in dem Gebiet habe ich die Kisten eigentlich ganz gut gesehen. Ich weiß nicht, was in der Folge damals los war mit diesem Krater. Das war auf vielen Ebenen ganz schön merkwürdig. Das hier ist sehr auffällig. So, weil sich das so wie so ein Weg anfühlt, einzig für den Hoppler. Hier ist aber keine Kiste oder so. Generell haben wir jetzt in den abgelegenen Bereichen auch noch keine gefunden. Alle Kisten waren bisher, würde ich vermuten, nur an Orten, die man auch ohne Hoppler hätte erreichen können. Ich glaube, das wird auch eher die Ausnahme sein, dass eine so ein bisschen höher gelegen ist. Aber ich wette, irgendwo auf dieser riesigen Weltkarte wirst du auch mal so richtige Jackpot-Geheimecken finden, wo dann, keine Ahnung, so drei Kisten in so einer einsamen Bucht oder sowas aufzufinden, einzusammeln sind, wie auch immer. So, hier war wieder nur Absteigen. Okay. Aber in diesem Gestrüpp, ich glaube, da wird es auch noch das ein oder andere geben. Warte mal, ich brauche jetzt irgendwie eine Reihenfolge. Irgendwie ist mir das hier alles zu unkoordiniert, was ich mache. Ist das hier? Nee, ich dachte gerade, das wäre irgendein Ort, den man besuchen kann. Wobei, so unkoordiniert ist das gar nicht. Ich habe gerade die Grenze gezogen bei dem Ort, wo wir gestrandet sind. Jetzt will ich mir einmal den Boden noch angucken, wobei wir hier schon einige Kisten mitgenommen haben. Und dann will ich links von unserem Ankunftspunkt quasi mich da nochmal in den mittleren Gebirgsbereich stürzen. Also wenn ich Mitte sage, dann meine ich halt alles, was nicht so ganz am Rand liegt. Aber nee. Bisher wurdest du hier nicht wirklich belohnt dafür, die Ränder abzufrühstücken. Außer an dieser einen Küste, wo ich auch mal kurz versucht habe zu angeln, wo wir auch ein paar Erfahrungspunkte uns so mitgenommen haben. Weil, ja, ich glaube, den Bereich hier, den kannst du nämlich nicht zu Fuß betreten. Aber vielleicht verstecken die hier auch gar nicht Fieskisten. Vielleicht habe ich denen das nur unterstellt, weil ich das als Entwickler so machen würde. Aber vielleicht sind die nett. Und du siehst die auffälligen Ecken halt auf den Karten immer relativ deutlich, wo du da mit dem Hoppler unterwegs sein musst. Okay, gut, aber dann haben wir es erstmal. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen Break und wir starten dann beim nächsten Mal mit den Ruinen. Und ich will mich eigentlich aus diesem Part gar nicht verabschieden, weil ich jetzt heute die nächste Folge nicht mehr aufnehmen kann und ich habe so einen Bock und es macht mich alles so traurig. Kann ich auf dem Hoppler eigentlich abspeichern? Nee. Aber wir haben noch eine Herausforderung. Verwende 5-mal Häschenruf. Geil. Da kommen noch ein paar Male mehr dazu. Da kannst du dich drauf verlassen, Spiel. Gut, dann werden wir jetzt hier einmal absteigen. Ich speichere hier, auch wenn das ein bisschen riskant ist. Aber solange die Gegner grün sind, kann ich mich, glaube ich, sicher fühlen. Ich gehe einfach ins Menü. So, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein heute in dieser sehr turbulenten Folge.
Und schöne Grüße von Dr. Geste. Ich krieg richtig gute Laune dabei, auch wenn das irgendwann stressen wird oder vielleicht auch heute schon Stress. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Resttag, Abend, wie auch immer. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.